Time. 9000 Amerikaner bejubeln in Los Angeles Rockstars aus Germany. Die Scorpions auf Welttournee. 24 Stunden lang sind wir dabei. Mit Rudolf Schenker und seinen Freunden auf der Bühne, vor allem aber hinter den Kulissen. Wir wollen wissen, wie wild sie wirklich sind, die Hardrocker aus Hannover, bei denen selbst verwöhnte US-Fans in Verzückung geraten. Im Vorprogramm rockt Allstar Alice Cooper, aber die bunteste Show gibt's nach dem Konzert. Die Privilegierten unter den Fans feiern hinter der Bühne weiter. Ein paar Auserwählte dürfen ins Allerheiligste, in die Privatgemächer der Rockstars. Beim Showgefecht mit seiner Gitarre holte sich Matthias Japs ein blutiges Kinn. Bassist Ralf Rickermann kann sich keine Verletzung leisten, denn die Nacht ist noch jung und die Groupies warten schon. Seit fast 25 Jahren gehören die Scorpions zum internationalen Rockzirkus. Ja? Sie sind bekannt und sie kennen sich aus, auch in Los Angeles. Im legendären Rainbow ist in dieser Nacht offenbar nicht genug los. Rainbow ist nicht mehr das, was mal gewesen ist. Oh, hier. Nächste Station, die Whiskybar ihres Hotels. Außer Ralf sind alle unter falschem Namen abgestiegen. Hartnäckige Fans wissen trotzdem, wo sie ihre Idole zu fassen kriegen. Nachts um zwei, erster Hautkontakt. 11 Uhr morgens. Es stimmt also. Rockstars schlafen lange und wachen meist im Luxus auf. Nur ein paar Meter vom Sunset Boulevard entfernt liegt versteckt das kleine prominenten Hotel Sunset Marquis. In solchen seltenen, ruhigen Momenten vermisst Matthias Japs seine Familie in Deutschland ganz besonders. Das ist im Grunde genommen so schön, wie alles ist. Das ist eigentlich so der wahre Wermutstropfen, dass man sich sehr oft verabschieden muss und sich dann auch für längere Zeit nicht sieht. Mein Sohn geht auch schon zur Schule seit einigen Jahren und deshalb sind wir natürlich jetzt auf die Schulferien angewiesen. Und die sind aber nun, kommen die bald und deswegen kommen sie auch bald auf Tournee und besuchen mich. Aber dein Sohn und deine Frau haben Verständnis dafür und ja, kennen das lange genug, das Leben. Klar, sie sind ja so mit mir aufgewachsen, haben Verständnis dafür, aber es gibt natürlich auch Dinge im Leben, die kann man so verstehen wollen, wie man will. Das heißt noch lange nicht, dass sie das so toll finden. Scorpion-Gründer Rudolf Schenker beim ersten Geschäftstermin des Tages. Sein Stylist verrät ihm, wo es in L.A. die heißesten Klamotten gibt. Show und Business, Rockstars müssen heute beides beherrschen. Enough vom norddeutschen Regenwetter flüchtete Bassist Ralf Rickermann 1988 nach Los Angeles. Sonne, gut. 4 Jahre später stieß er zu den Scorpions. Um 12 Uhr mittags müssen alle wieder ran. Die Scorpions wollen ein neues Studio ausprobieren. Selbst für Stadtfahrten nimmt die Band ihr gemietetes Rockmobil. Es ist ja so, die richtige Mischung zu finden zwischen Privatleben und ein bisschen ausgeflippt, das ist im Grunde das Geheimnis. Ne? Und dass eben das, die Balance zu halten, ist wichtig. Ne? Amerika ist natürlich klar. Viele Leute haben uns gefragt, warum wir immer noch in Deutschland wohnen. Können wir nur darauf antworten, dass wir eigentlich in der ganzen Welt wohnen. In Deutschland sind wir meistens im Jahr 2 Monate. Den Rest der Zeit sind wir sozusagen in Asien, Amerika oder weiß ich wo. Und da das Privatleben zu halten, ich meine, auf der einen Seite ist natürlich klar, Rockmusiker zu sein, heißt 24 Stunden lang wirklich in dieser Philosophie zu leben. Privatleben und das muss man der Steuer mal erklären. Ne? Die Steuer sagen, 8 Stunden arbeiten und der Rest ist privat. Das gibt es bei uns nicht.
spielen sind am Freitag. Ja. Ist das nicht am Mittwoch? Nee, hab ich gesagt, nee, das ist am Freitag. Auf früheren Tourneen jetteten die Scorpions im Flugzeug durch die Staaten. Diesmal wollen sie wieder etwas mehr sehen von ihrem Amerika. Auf den Highways zwischen New York und San Francisco holt sich Leadsänger Klaus Meine Inspiration für seine Texte. Für die nächsten 3 Monate leben wir also hier ein Zigeunerleben. Das soll sehr viel Spaß machen. Und Amerika ist ein faszinierendes Land und wir haben viele Tourneen hier gemacht, aber nach all den Jahren ist es einfach immer noch faszinierend, durch die Wüste in Arizona zu fahren, nach Vegas, die Ostküste hoch, im mittleren Westen, dann geht's hoch nach Kanada und hier natürlich Kalifornien an der Westküste. Und das ganze Land hier im Bus zu bereisen, und das macht einfach nach wie vor unheimlich Spaß. That's right. Im Royalton Studio wollen die Scorpions Konzertmitschnitte für amerikanische Radiostationen zusammenstellen. Royalton. Yeah, Royalton. It's just on the front of Mix Magazine. Okay. Cool. Last month. So, yeah. Wenn Technik, Mannschaft und Ambiente stimmen, nimmt die Band vielleicht hier ihre nächste CD auf. Bisher produzieren die Scorpions in Deutschland. Vieles schon in den Heimstudios ihrer Privathäuser am Stadtrand von Hannover. Leadsänger Klaus Meine schreibt seit 2 Jahrzehnten die Hits der Band. Komm mal rein. Über 25 Millionen Platten und CDs brachten den Germanenrockern Ruhm und Reichtum. Aber auf uns wirken die Stars überraschend bescheiden. Sie passen nicht so recht in das barocke Kitschambiente aus Beton und Plüsch, mit dem das amerikanische Edelstudio protzt. Ralf Rickermann träumt von Hollywood. Filmmusik möchte er komponieren. Aber die Scorpions sollen seine Familie bleiben. Das heißt, sie waren sehr stark und sehr einheitlich. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Viele Leute vergessen das manchmal. Also nicht nur die Musik, nicht nur die Töne erzählen, sondern auch, dass man halt als Menschen die Chemie unheimlich gut zusammenpasst. Und dass dadurch eine Harmonie entsteht. Geblieben sind die Scorpions auch ihrem harten Rock'n'Roll, der nie ganz aus der Mode kam. Im Rockparadies USA füllen die Deutschen große Konzerthallen und manchmal sogar ganze Stadien. Okay. Die ersten Versuche deutscher Bands in Amerika Fuß zu fassen, belächelten viele Amerikaner als Krautrock. Aber Klaus Meine und seine Scorpions haben sich einen festen Platz im US-Geschäft erobert, auch weil sie ausschließlich Englisch singen. Für die Musik war irgendwie trotzdem, auch als wir angefangen haben, ein ganz natürlicher Prozess, weil wir sind groß geworden mit englischer, amerikanischer Musik, und für unser Empfinden, für unsere Art Musik, sagen wir mal, fühlte sich diese Musik immer am besten mit englischen Texten an. Aber Rudolf war jemand, der schon Anfang der 70er gesagt hat, wir wollen überall auf der Welt spielen, und wir haben diese Vision gehabt, wo immer die Steckdose ist, plug it in, und deswegen war für uns immer, Englisch war für diese Art Musik, war der einzige Weg, sie auszudrücken. Oh, I want you to get that ring, I want you to go for it, I want you to hit him hard, hit him well. Mit dem Drummer James Kotek haben sich die Scorpions für ihre Welttournee einen Ami in die Band geholt. James spielt den Hofnarren in der deutschen Veteranenclique. Yeah, there you go, buddy. Go in, I want you to use it. I want you to hit him. The hat.
Nach der Rückkehr ins Hotel hat der große Blonde Wichtiges zu erledigen. Rudolf Schenker muss dringend seine durchgetanzten Leopardenfellstiefel zum Schuhmacher bringen. Ich glaube, dass jede Zeit seine Stärken hat, genau wie in den Ländern auch. Es ist immer eine Verlagerung, es ist nie eine Verbesserung. Viele Leute denken, was Verbesserung, wenn mehr Geld kommt, kommen auch mehr Probleme. Es ist immer eine Verlagerung, man muss immer nur die Schwerpunkte der Verlagerung erkennen. Wenn man die richtig handelt, ich kann jederzeit heute mit einem alten Taxi fahren oder mit irgendwas, ich habe ja selbst die Sache in der Hand. Die früheren Zeiten waren auch gut, es hat Spaß gemacht, weil einfach da, so wie du schon sagtest, da war eine gewisse Aufbruchstimmung, eine gewisse Euphorie, die zwar heute immer auch da ist, und das ist das Geheimnis eigentlich eines Erfolges, so immer wieder das den Willen und auch in dir selbst die Situation forcierst, hungrig zu sein und immer wieder neue Aspekte erkennst. Im Schuladen der Stars hat auch Rudolf Schenker seinen Platz. Zwischen Arnold Schwarzenegger und Nick Nolte hat ihn Fabrizio abgestellt. Der 70-jährige Meister Fabrizio nimmt nur Maß an den berühmtesten Füßen der Welt. Wer hier anfertigen lässt, der hat's geschafft. Da spielt es keine Rolle, dass ein Paar bis zu 7.000 Mark kostet. Dafür sitzt das Schuhwerk wie eine zweite Haut. Yes, but you know, that's like my second skin. Große Leute, große Füße, ulkt Fabrizio. 10 Paar Stiefel bestellte Rudolf hier schon und sein Einkaufsbummel in Los Angeles hat gerade erst angefangen. You remember these shoes? Yeah, of course, I have seen them, yeah. See, these are the material we use for him. He did around, I think he did 10 shoes, or 10, yeah. 10 boots, or yes. 12 for me, no? And that is a foot. Yeah, so now you know. Bigger man, yeah. Bigger foot. So. Got it? Erleben Sie den neuen Orbit O. So. Rockstars kaufen nicht von der Stange. Rudolf Schenker ist Stammkunde bei Lords. Auch die Bands Guns N' Roses und Metallica kleiden sich hier ein. How is stuff going? Exotisches zum Reinschlüpfen. Das Mode, Mode ist Ausdrucksform, ne? Das, wie heutzutage so heißt, Mode ist das, was man tragen kann. Und wer weiß zu tragen, der kann das machen, kann es extremer oder kann es weniger extrem machen, gerade wie er möchte. Ne? Und mit kreativen Leuten zusammenzuarbeiten, das macht dem Spaß. Ne? Glück für Rudolf, er ergattert die letzte Schlangenhaut. Gucci hat angeblich alles Python-Leder aufgekauft. One button only, ah, top. Hi, Dave, alright? Wie sieht's aus? Ach so, hier, ich wollte nicht schlecht, ne? Muss man Bergfahren rüberfahren. Aber ist ein bisschen, ne? Muss ja rüberfahren werden. Das ist auch nicht schlecht, ne? 2 Jacken, ein Hemd, eine Uhrenkette, alles in 20 Minuten. Über Preise redet man hier nicht. Something like this, ne? Hier? This one. No, I like this more here. Huh? Bassist Ralf kann sich nicht recht entscheiden. Wenn er nur wüsste, worauf die Mädels heute Abend besonders abfahren. My speedball shoes. I want to try these too. These shiny ones, I don't like that. Amerika hat die Kultur ist Blues, Jazz, Rock'n'Roll. Und try those too. Und in Deutschland ist es, yes. In Deutschland ist es natürlich so, dass die Kultur ein bisschen mehr sophisticated ist und auch ein bisschen mehr. You know what? Why don't I try everything that you have? Klaus Meine und Rudolf Schenker sind seit 25 Jahren Herz und Kopf der Band. Inzwischen sind die Rock-Oldies Mitte 40 und ans Aufhören denken sie ebenso wenig wie die Rolling Stones. Ich freue mich eigentlich auf jedes Land, weil jedes Land seine eigenen Reize hat. Man muss sie nur eben sehen. Wenn man mit einer ganz klaren und festen Meinung kommt, dann wird man irgendwo mal enttäuscht und mal kommt man in eine Situation, wo man sich extrem freut. Für mich ist auch zum Beispiel Frankreich, Deutschland, freue mich extrem drauf, weil natürlich, klar,
global denkende Menschen, aber auf der anderen Seite ist es auch so, wenn man wieder zurückkommt nach Deutschland und dann wieder sozusagen in der Heimatland spielt, das ist doch auch gut. Ne? Das sieht Ralf Rickermann anders. Er will nach Los Angeles auswandern, weil das Leben in L.A. sonniger und bunter ist. Gleich nach der Welttournee möchte sich der Bassist in den noblen Hollywood Hills eine Villa kaufen. An diesem Nachmittag schaut sich Ralf schon mal nach etwas Passendem um. Eine Art Schlafzimmer. Hier ist sowas wie eine Dusche und sowas alles. Ne? Auch ganz schön. Vor 4 Jahren gab es hier die Aftershow-Party in diesem Haus. Und da sind einige Fetzen geflogen. Hier ist ein schöner Pool, so, ne? Ganz nett. Es haben viele Häuser hier. Ja, vor ein paar Jahren, also vor 8 Jahren, ging das Haus hier mit 1,3 Millionen. Mittlerweile, ich glaube, er hat das Haus gerade für 520.000 oder so gekauft. Also ich meine, für weniger als die Hälfte. Wir wussten's ja. Jeder kann ein Rockstar werden. So, ne? Das ist die neue Möglichkeit, Gitarre spielen zu lernen. Also Freunde, schafft euch das Ding an. Das gibt's in Amerika. Und dann wisst ihr Bescheid. Ganz einfach. Um kurz nach 4 wird's wieder ernst. Der Bus wartet schon. Nur ein paar Stunden noch bis zum nächsten Konzert. Heute nimmt Drummer James seine Frau und Kinder mit. Hi James. Hi Jeff. How you doing? Hi, Mrs. Nur einer fehlt noch. Ralf Rickermann und seine Eroberung des Tages kommen auf den letzten Drücker. Matthias und Rudolf machen sich warm. Ralf verabredet sich schnell noch mit ein paar Freundinnen für den späteren Abend. Gibt's noch Lampenfieber oder spielt ihr die Songs mehr oder weniger begeistert runter? So ein Grundgefühl, was man entwickelt. Und man muss natürlich aufpassen, dass es nicht Sachen sind, die so natürlich kommen, dass sie auch schon wieder einem selbst zu bekannt sind. Also versucht man dann in der zweiten Phase sich noch selbst das auszudenken, wo man glaubt, es hat es vorher auch noch nicht gegeben. Und dann bemüht man sich immer einmal mehr. Aber das funktioniert sehr gut. Natürlich ein Prozess. Soll es auch sein. Sollte nicht irgendwie jetzt mit dem Kopf ganz, muss einfach mit einem Musik mitschwingen. Ne? Und das empfindet man automatisch, wenn man merkt, das lockt in. Das muss richtig so zusammenpassen. Dann geht es. Play a song, yeah? Ihre Musik und die Geschäfte bedeuten den routinierten Profis viel, aber sich selbst nehmen sie offenbar nicht allzu ernst. Vielleicht können es die 5 Männer und ihr Team deshalb immer noch so lange Zeit auf ein paar Quadratmetern miteinander aushalten. Get this. Shower. Well, of course we have beer in our shower. And it really, really works. Cool. Gerade was Songwriting betrifft, passieren noch so viele aufregende neue Sachen. Wir haben das Gefühl, wir gehen nach vorne und sind nicht so, sondern sind ganz weit offen, nach allen Seiten, musikalisch, und saugen all das, was wir unterwegs sehen, nehmen wir in uns auf. Dann fällt mir das heute viel einfacher, das musikalisch auszudrücken und in Form von Songs, als, sagen wir mal, zur Zeit, in der wir angefangen haben. Und heute sind wir mit all diesen Dingen, sagen wir mal, viel, viel gelassener. Viel gelassener. Und es ist ein gutes Gefühl, zu sehen, dass diese Magie des Songschreibens, dass sie sich nicht verbraucht hat. Dass da immer noch Impulse kommen, sehr starke. Und dass es einfach unheimlich Spaß macht. Aber der Konkurrenzkampf im Rockgeschäft ist knüppelhart. Die Scorpions müssen ihre alten Fans halten und auch die MTV-Generation beeindrucken. In Gedanken zittern sie immer noch, wenn sie an ihr letztes Musikvideo denken, das im eiskalten New York entstand. Scorpions als Rockgiganten.
aber nicht groß genug für Amerika. Der Clip läuft bisher nur auf den europäischen Musikkanälen. Dafür machen die Scorpions auch keine Schlagzeilen in den Skandalblättern. Drogen brauchen wir nicht, sagen sie. Jedenfalls kein Rauschgift. Und Hotelsuiten haben sie auch noch nie zertrümmert. Fast zu brav und zu bieder für eine Hardrock-Band. Super-Egos wie in anderen Gruppen gibt's nicht bei den Scorpions. Aber wo immer sie auftreten, wartet ein harter Kern von Fans. Die Hübschesten kriegen Backstage-Pässe. Noch 60 Minuten. Einige dürfen vor Konzertbeginn sogar in die Garderobe. Zeit für einen Plausch mit Slush, dem Drummer von Guns N' Roses. Auch Scorpion-Schlagzeuger James macht die Runde. Ich fühle mich fit und gesund. Die Fans sollen Tickets und CDs kaufen. Deshalb müssen die Stars auch vor ihrem Konzert ran. Klaus Meine und Co. signieren CD-Cover. Hat hier eigentlich keiner Lampenfieber? Umgebung hier, so ein bisschen unterhalten, man lockert sich auf. Ne? Man muss gar nicht so groß dran denken. Wenn es kurz vorher so angegeben wird, man trifft seine Freunde hier, hier Keith Emerson, vielleicht kennst du noch Keith Emerson von Emerson Lake Palmer, so unterhält sich ein bisschen. Aber wenn man doch mal so 15 Minuten vorher, dann geht's los. Ein bisschen so, dass man sagt, so, jetzt kommt die Spannung auf und jetzt geht's ab. Rock-Veteran Keith Emerson. Egal, was diese Jungs euch erzählen, es geht immer noch um drei Sachen. Draußen bemüht sich die Vorband mit Altrocker Alice Cooper. Hinter der Bühne letzte Vorbereitung fürs Konzert und für die Show danach. Frauen sind also immer noch scharf auf Hardrocker? Ich würde mal sagen, ja. Dann sind die Scorpions da, wo sie am liebsten die nächsten 25 Jahre bleiben möchten. Bis kurz vor Mitternacht rocken sie mit ihren Fans. Stunden Powershow und Partystress sind alle geschafft. Die Stars und unser Team. Rock around the clock. Morgen spielen die Scorpions schon wieder woanders. Irgendwo zwischen Hollywood und Hannover.